Wasabi, das ist ein Würfelspiel, bei dem es darum geht, seine Würfel schnellstmöglich loszuwerden. Klingt interessant und wie es funktioniert, erkennen wir sofort, wenn wir mal reinsehen. Zu Spielbeginn erhält jeder Spieler 4 solche Würfel und 3 Handkarten. Dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Im Uhrzeigersinn würfelt jetzt jeder hier mal seine Würfel. Und je nachdem, was da für Symbole liegen, kann man verschiedene Sachen damit anfangen. Jeder Würfel, der dieses Symbol zeigt, dafür kann ich mir eine neue Karte nachziehen. Jeder Würfel mit diesem Symbol kann an einen beliebigen anderen Spieler abgegeben werden. So bin ich auch schon direkt meinen ersten Würfel los. Würfel mit dem W-Symbol kann ich schließlich nutzen, um meine Handkarten auszuspielen. Jede Karte hat oben links eine Angabe, wie viele W-Würfel ich ausliegen haben muss, um die entsprechende Karte zu spielen. Hier sind das jetzt 3. Diese Karte kommt also schon mal nicht in Frage. Für diese Karte brauche ich nicht mal einen einzigen Würfel. Diese Karte zum Beispiel, die kann ich jetzt mal locker ausspielen. Eine Karte ist mir im Zug erlaubt und je nachdem, welche Karte ich spiele, tritt dann eine besondere Funktion in Kraft. Was kann das sein? Zum Beispiel kann ich die Handkarten anderer Spieler reduzieren, hier mit dieser Karte einem Spieler sogar alle Karten bis auf eine wegnehmen, die anderen Karten muss er dann abschmeißen. Ich kann die Spielreihenfolge ändern, ich kann anderen Spielern noch mehr Würfel geben. Ich habe aber auch die Möglichkeit, Würfel aus dem Spiel zu entfernen. Diese werden dann nicht an andere Spieler weitergegeben, sondern werden wirklich komplett aus dem Spiel genommen. Ich kann, das ist sehr interessant, die Würfel aller Spieler nach links oder rechts weitergeben lassen, sodass jeder jetzt plötzlich die Würfel seines linken oder rechten Nachbarns hat. Oder ich kann auch einen Spieler aussetzen lassen. Das ist eigentlich alles. Es wird jetzt so lange gespielt, bis ein Spieler es tatsächlich schafft, alle seine Würfel loszuwerden, dieser Spieler gewinnt. Das bin natürlich ich. Ja, so simpel kann das Spiel auch mal sein. Die Idee finde ich auch echt nicht schlecht. Also das ist richtig interessant, dass man ein Würfelspiel hat, wo man gleichzeitig Würfel loswerden kann. Und das vor allem mit Mechanismen, wo man die Würfel wieder an andere Spieler neu verteilen kann. Das ist echt nicht von schlechten Eltern und kann eine ganze Menge Spaß machen. Wenn man sich das jetzt aber mal näher betrachtet und versucht, das irgendwie über längeren Zeitraum zu spielen und wirklich irgendwie taktisch anzugehen, wird man ganz schnell merken, das ist definitiv hier nicht möglich. Das ist ein reines Glücksspiel. Nicht nur, weil man immer würfelt und irgendwie zufällig Karten nachzieht. Nein, sondern weil das Spiel auch einfach ganz stark darunter leidet, dass einem Vorteile, die man sich erarbeitet, gar nichts bringen. Denn jederzeit kann sich das wieder ändern, dass man seine wenigen Würfel weiterschieben muss, dass ein anderer Spieler die hat. Oder immer, wenn man wenig Würfel hat und die anderen viele, dann werden einem natürlich immer die Würfel zugeschoben. Man kann die immer an beliebige Spieler weitergeben. Und so gleicht es sich letztendlich immer aus. Die Würfel im Spiel werden weniger, da mal Würfel aus dem Spiel genommen werden. Wer das macht, wer dafür viele Ws mal gewürfelt hat, Glück hatte und dafür extra eine Karte spielen kann, der hat das mal schön gemacht für alle Spieler, denn letztendlich bekommt er dann wieder Würfel nachgereicht, sodass sich die Würfel immer gleich verteilen und nach die Würfel im Spiel immer weniger werden und irgendwann entscheidet sich das Spiel dann, weil man nur noch 2 Würfel hat und dann gerade mal glückliche Würfel, zack, habe ich gewonnen. Also das Spiel ist ein reines Glücksspiel, aber irgendwie hat es was und das liegt wohl vor allem auch an diesem Stil. Diese Würfel und diese Karten sehen einfach sowas von abgefahren aus, irgendwie zieht mich das an. Das geht richtig verdammt schnell und irgendwie macht es richtig abhängig. Also man müsste dieses Spiel eigentlich als grauenvoll bewerten, aber irgendwie hat es was und darum möchte ich dem hier keine völlig schlechte Wertung geben, da es irgendwie interessant ist, nur schade, dass das eben nicht so richtig funktionieren möchte, dass es wirklich nur Glück ist und man da nicht noch irgendwie mehr hätte rausholen können.